Also Leute, wir haben jetzt die ganze Halle für uns. Also nur wir beide sind jetzt in der Halle und halt die Angestellten, die hier arbeiten. Aber hier springt kein Mensch weit und breit. Hast du schon eine Idee, was wir jetzt hier machen können? Ja. Ich auch. Peace Leute, was geht und willkommen zu einem weiteren Daily Vlog. Peace. Hi. Der AJ filmt mal wieder. Dann kann die wieder weg. Heute wird Sport gemacht, aber wir müssen erstmal in die Stadt fahren, weil ich muss noch was erledigen und ihr werdet euch denken, Digga, was hast du schon wieder gemacht? Also Leute, es geht um diese Kette hier von Icebox, die hat AJ mir mal bestellt und nach einer Woche ist sie kaputt. Damit wir den Bus aber noch bekommen, müssen wir erstmal los. Let's go! Kommt! So Leute, wir sind in der Stadt angekommen, jetzt geht es zum Juwelier, aber vorher brauche ich nochmal Geld, weil das kostet locker irgendwas, also safe. Deswegen lassen wir mal Geld holen und Alter, heute ist es richtig voll in der Stadt, ist hier irgendwie irgendein Feiertag oder so? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Wahrscheinlich ein Feiertag, ich meine irgendein Event oder so, nee. Okay, euch juckt das eh nicht. Nö. Okay, wir sind jetzt in der Stadt angekommen, Leute, hier vor dem Juwelier. Und da bringen wir jetzt mal die Kette hin, ich hoffe, dass die irgendwie repariert werden kann. Wo hab ich sie denn? Ups. Oh. Sorry. Nein, hier habe ich sie natürlich, Leute. Komm, Leute. Boah, ich wäre fast in ja, Kot getreten. Let's go. Ah, und wir sind auch wieder raus aus dem Laden und die Kette ist jetzt komplett heile. Das Ding hier war kaputt, Leute. Ich muss natürlich auch testen, ob die Qualität gut ist hier von dem Laden. Deswegen packe ich sie direkt mal rum. Okay, alles klar. Die hält. Mal gucken, ob die bis nach Hause hält. Alright, AJ. Dann würde ich sagen, dass wir was essen gehen und dann geht's nach Hause. Und wir haben was Krasses vor heute. Seid gespannt. Aber das seht ihr später. Let's go. AJ, was ist los? Meine Freundin hat Schluss gemacht. Als ob. Oh nein. Genau. Tradition, das musste sein. Sorry. Das haben wir ja schon öfter in den Videos gemacht, ne? Ja, das musste sein. Ja, klar. Hallo Chiara, hier ist Artus. Ich bin hier gerade mit deiner Schwester. Ich grüße dich und schau weiter in meine Videos. Ciao. Dankeschön. Bitte. Ciao. Okay, wir haben gerade noch mal eine Sprachmemo an die Schwester von dem Mädchen da geschickt, weil die Fan von mir ist. Grüße gehen raus an euch und so langsam krieg ich Bock auf Sport, Digga. Dazu kommen wir gleich. Good, Bro. I'm good. I'm good. Er isst übrigens mein Mettwurstbrötchen auf. Okay, Backflip. Hau rauf. Nein, viel zu hoch für den Backflip. Bruh. Ah, okay, ab nach Hause. Die sind hier an Ciana mal hinterher gelaufen oder so. Peace. Oh! So Leute, da haben wir glatt vor der Tür einfach mal Otto und Sophia getroffen. Hi! Ich würde sagen, wir fahren mit denen nach Hannover und mit Socken. Und was das auf sich hat, erfahrt ihr gleich. Okay Leute, wir sind jetzt hier im Auto und fahren jetzt nach Hannover. Wir haben natürlich auch noch ein paar Gäste dabei. Einmal haben wir Otto, den Autofahrer, aka Montana Black. Und zur Feier. She's on fire. I'm on fire. Und Ayot. Das Kamel. So, Sophia kommt jetzt nach hinten, ne, weil... Sonst meckern wieder alle in den Kommis, dass wir nicht zusammen hinten sitzen. Genau. Ey, ich hab 50 Cent gefunden. Ah! Und Sophia, hast du Bock? Ja, Mann. Richtig Bock. Monte, hast du Bock? Ja, moin, moin. Oha, alle gleichzeitig hier am Aussteigen. Warte mal, wer bist du? Servus, geht. Warum hast du eine Waage mit? Man muss mich doch wiegen können, oder nicht? Ja, komm, test mal direkt. By the way, bei einem McDonald's, okay, hau raus. Nein. Digga, als wenn ich mehr wiege als du. Nein, tust du nicht. Doch, ich wiege 88 Kilo. Bruh. Okay. Aha. Okay, die Waage ist irgendwie kaputt. Wie geht die Heile hier? Okay, Sophia, wir gehen schon mal in Mc's, okay? Ja. Verstehe. Ciao. Willst du essen? Erstmal will ich was trinken, oder? Ja, Artus, kaufst du mir was zu trinken? Mal gucken. Oh, die Businessmänner sitzen erstmal bei Mc's. Kaufst du mir was zu essen? Muss ich? Ja. Ja. Nein. Oha. Oha. Kurz los, oder was? Boah, ich hab mega Hunger. Die hat die gleichen Schuhe wie ich. Bloß, dass mein Nike-Zeichen schwarz ist. Nachmacher. Gar nicht. Guten Appetit. Guten Appetit. Tschüss! War das witzig oder was? Oder warum lachst du? Ja, es ging so. Nein! Als ob ihr immer noch hier steht. Ja, ja, wir haben sie gefixt. Okay, stell dich nochmal drauf. Ja, aber das ist eine ungerade Ebene. Genau. Egal. Da siehst du? Also sie geht immer noch nicht. Doch, aber ihr ist uneben. Wir haben sie gerade auf einer geraden Ebene ausprobiert. Genau. Okay. Übrigens sind wir jetzt auch hier schon in Hannover angekommen. Wir fahren nämlich jetzt ins Superfly. Wir haben die ganze Halle für uns alleine, genau. Was solltest du eigentlich sagen? Ja, wir haben die alle für uns. Ja, das hättest du eben sagen, du Dulli. Wann soll ich sagen? Egal, Digga. Ja, ich sag das schneide ich rein.
Digga, die Lache. Ready for takeoff? Ja. Du auch? Safe, Digga. Ja, wir haben die alle für uns. Wo ist AJ? Ey, keine Ahnung, der verspätet sich doch eh immer. Oh. You good, bro? No. So, AJ und so sind immer noch nicht da, wir pranken die mal. Yo, AJ? Was? Wann seid ihr da? Du meintest 10 Minuten. Ja, Digga, die machen gleich die Halle zu, die müssen abschließen. Genau. Genau. Wo seid ihr denn jetzt? Also wir haben uns gerade sozusagen verfahren. Also aber wir sind auf jeden Fall nebenan, wenn das jetzt hier nicht... Ja, Digga, ist. Ihr habt noch 2 Minuten. Schaffen wir. Okay, bis gleich. Scheiße, hat nicht geklappt. Aha. Hey, wer ist das denn? Yo. Hola. Moin Leute, was geht? Okay Leute, wir sind jetzt in Hannover im Superfly und wir haben die ganze Trampolinhalle hier, alles für uns. Und ich würde sagen, heute machen wir ein paar nice Jumps. Danke nochmal hier an Superfly, ist auf jeden Fall nice, weil wir haben die ganze Halle. Also wir kriegen hier auch kein Geld für oder so. Ja, ich bin mal gespannt, was wir hier so machen. Let's go! Ihr müsst natürlich auch wissen, wer alles dabei ist. Einmal den Autofahrer Otto haben wir im Gepäck. AKA Monte. Natürlich habe ich auch die liebe Sophia dabei. Ja, ihr kennt sie alle, denke ich mal, deswegen... Ah, dann haben wir noch Moritz dabei. Sieht man seinen Kopf? Nee, mein, die Augen sind abgeschnitten. Ja, komm mal ein bisschen hoch. Komm mal. Genau, er hat rote Haare. Dafür ist er so bekannt. Genau, er ist auch dabei. Genau, genau, genau. Und Yannick Acker. Moin Leute, was geht? Mit ihm war ich früher auch in der 10. Mit dem Roten übrigens auch. Genau. Ah, und dann haben wir noch einen irrelevanten Gast dabei. Und zwar das Kamel. Einen habe ich noch vergessen. Moin Leute, was geht? Ja, er ist auch noch dabei. Ihn habt ihr eben schon gesehen. Ich bin Serda. Hi. Hi. Ey, pass auf, pass auf, pass auf. Da ich jetzt alle vorgestellt habe, würde ich sagen, Leute, jumpen wir mal ein bisschen. Ich wusste gar nicht, dass Monte irgendwie sowas kann. Ey, ich habe ein bisschen abgenommen. Are you good? Moin Leute, was geht? Du hast gar keinen Bock? Nee, auf gar keinen Fall. Nils kaputt. Was hast du gemacht? Letztes Mal, wo ich hier war, habe ich mir das Bein verdreht. Schneid deine Haare ab und reib die da drauf und dann ist alles wieder gut. Aber Leute, für die roten Haare erstmal ein Likey-Like da lassen. AJ, was machst du da? Ich zeig dir den Trick, komm her. Hä, was? Also, Sophie und ich werden uns jetzt mal hier battlen. Sie boxt in ihrer Freizeit, deswegen, falls ich verliere, nimmt das nicht so Scheiße auf. Ohne Spaß wünsche ich mir Glück, Alter. Let's go! Ja. Es wird ein Free-Win, Leute. Gar kein Ding. Absicht gemacht. War gar kein Ding. Ihr seht, ganz klar habe ich gewonnen hier. Oh, komm mal mit. Okay, first try, doppelter Vorwärtszeit, okay? Okay, ja, raus. Ah, ich komme hier raus. Ey, AJ. Alter. Ich habe ihre Ohren abgeklebt. Habe ich das gut gemacht? Nein, das hast du gar nicht. Ah, nein, warte. Hä? Das war ich nicht, das war ich. Ah, das kann ich. Das lassen wir wieder. Also wir machen jetzt ein Battle, wer sich zuerst darüber hangelt, okay? Alles klar. Let's go. Wer schneller ist, oder was? Ja. Kann ich easy besser, Alter, wenn ich gleich nicht fall ab, weil ich keine Kraft mehr habe. Easy gewonnen. Ey, guck mal, das klebt an ihrem Fuß. Das hat eben an ihrem Ohr geklebt. Hi. Eier. Sie will immer Eier, Digga. Eier. Digga, was chillt ihr denn hier alle rum? Ja, Junge, Montes Bräuchlein hat Hunger, wir holen uns erstmal Essen. Okay, ciao. Also Leute, wir haben jetzt die ganze Halle für uns. Also nur wir beide sind jetzt in der Halle und halt die Angestellten, die hier arbeiten. Aber hier springt kein Mensch weit und breit. Hast du schon eine Idee, was wir jetzt hier machen können? Ja. Ich auch. Wir machen jetzt erstmal ein paar Saltos, Leute. Was dachtet ihr denn? Hau mal einen Backflip raus. Aha. Aha, du kannst ja doch welche. So, Sophias Backflip sah ja schon ganz gut aus. Ich probiere jetzt noch mal ein paar mehr hintereinander. Let's go. Are you good, bro? I'm good, bro. Sah das sonst okay aus? Oha. Wow. So fire ist on fire, oder was? Ja, Mann. Mmm, yummy, yummy, yummy. Eier. Eier. Stehst du auf Eier? Ja.
Ah ja. Sophia will hier irgendwas klauen. Nicht klauen. Okay, es reicht. Sophia! Watching. Ah! Habt ihr gegessen? Yes, yes. Habt ihr mir was mitgebracht? Nein. Aber Leute, für die roten Haare erstmal ein Likey-Like da lassen. Genau. Hast du mir was mitgebracht? Nee. Hast du trinken? Ja. Kann ich was? Ja. Geil. Hab ich in meiner Tasche. Holst du es mir? Ja. Ist schlimm, dass die jetzt leer ist? Nein, kein Ding. Ich hab noch eine mit. Na, könnt ihr noch? Ja, auf jeden Fall. Ja, nee. Ah. Oh. Sie darf das nicht sehen, okay? Nee. Was hab ich? Ah, ja. Oh. Ab nach Hause. Alter. Wir sind jetzt auf jeden Fall fertig. Wir sind hier im Auto. Autofahrer Otto, Monte! Serda ist auch noch da, hallo? Was geht's? Ich bin Serda. Genau, Sophia ist leider im anderen Auto. Yannick auch, Moritz auch. Aber ist eigentlich entspannter, ne? Ja. Dann ist der Ananas-Squad vollständig. Alter, da ist Moritz! Aber Leute, für die roten Haare erstmal ein Likey-Like da lassen. Genau. So Leute, wir sind wieder hier in meiner Wohnung angekommen. Otto liegt noch auf dem Sofa, das ist auch egal. Yannick kommt gleich noch. AJ filmt mich gerade. Peace. Jedenfalls möchte ich mich nochmal bei dem Superfly in Hannover bedanken. Also ohne Spaß, die haben uns noch kostenlose Getränke gegeben. Der Typ, der uns da betreut hat oder der da so ein bisschen aufgepasst hat, der war richtig korrekt. Also gerne nochmal. Vielleicht seht ihr uns bald wieder im Superfly in Hannover. Wir werden auf jeden Fall, denke ich mal, ja, öfter in Zukunft sein. Also falls ihr aus der Nähe von Hannover kommt, checkt das auf jeden Fall mal ab. Ansonsten, hier gibt es jeden Tag einen weiteren Daily Vlog aus meinem Leben. Haut auf den Abonnieren-Button, werdet Teil der krassesten Community auf YouTube. Ja, ich bin ultra müde. Bis zum nächsten Mal rein und Peace!